Wir starten heute mit einem neuen Thema und erinnern uns dazu zuerst mal an das Donor-Akzeptor-Konzept. Wir haben das kennengelernt. Ein Donor kann einem Akzeptor etwas geben, zum Beispiel ein Proton. Das haben wir im Rahmen der Säure-Base-Reaktion gehabt. Wir haben damals schon gehört, es gibt aber auch andere Donor-Akzeptor-Reaktionen. Ich kann auch ein Elektron übergeben. Und das bringt uns in den Bereich der Redox-Reaktion. Wir erinnern uns, das letztes Jahr schon mal gehört zu haben. Und deswegen beginnt das Ganze auch mit einer größeren Wiederholung. Und ein kleines bisschen Neues gibt es dann am Schluss auch noch. Neues Kapitel: Redox-Reaktionen, Elektronenübergänge. Zur Erinnerung, wir verbrennen Magnesium. Das haben wir oft gesehen an Luftsauerstoff und man kann es auch in Chloratmosphäre machen. In beiden Fällen habe ich ein Magnesiumband, entzünde es, am Bunsenbrenner muss man einiges an Aktivierungsenergie reinstecken, bis es erstmal Feuer fängt. Und dann brennt das ganz kräftig mit gleißend heller Flamme, man erinnert sich, zurück bleibt weißes Pulver und so weiter und so weiter. Auf der anderen Seite kann ich das gleiche brennende Magnesiumband aber auch in Chloratmosphäre reagieren lassen und das sieht ziemlich genauso aus, es verbrennt mit gleißend heller Flamme. Die Reaktionsgleichungen, im einen Fall 2Mg plus O2 reagiert zu 2MgO, also es heißt, es entsteht Magnesiumoxid dabei. Auf der anderen Seite reagiert es mit Chlor und es entsteht Magnesiumchlorid. Im Grunde noch nichts Neues. Wir schauen uns diese Vorgänge aber noch mal etwas genauer an. Ausgehend von diesen beiden Reaktionen zerlegen wir jede Reaktion in zwei Teilschritte. Denn wir wissen, die Grundlage dieses Vorgangs ist die Elektronenabgabe durch Magnesium und die Elektronenaufnahme im linken Fall durch Sauerstoff. Auf der anderen Seite wird wiederum Magnesium zwei Elektronen abgeben und in diesem Fall Chlor bekommt zwei Elektronen und lässt Chloridionen entstehen. Die Gemeinsamkeit beider Vorgänge liegt darin, dass Magnesium Elektronen abgibt. Aus diesem Grund liegt es nahe, auch die Vorgänge gemeinsam zu benennen. Wir definieren ganz allgemein, nicht nur der linke Vorgang ist eine Oxidation, was sich ja vom Begriff Oxid, also Oxidation für Oxygenium, Sauerstoff ableitet, sondern jeder Vorgang, bei dem Elektronen abgegeben werden, bezeichnen wir als Oxidation. Das Umgekehrte, die Aufnahme von Elektronen, kennen wir ebenfalls bereits unter dem Namen Reduktion. Das brauchen wir jetzt hier wieder. Und die Gemeinsamkeit, also der Gesamtvorgang, die Übergabe eines Elektrons, Abgabe durch den einen, Aufnahme durch den anderen, kannten wir schon mal als Redoxreaktion. Dieses alte Wissen könnte man noch mit seinem Heft aus dem letzten Jahr wiederbeleben. Oder man erinnert sich noch. Dies ist dann der Gesamtvorgang für die Oxidation mit Sauerstoff. Ich zeichne nochmal ganz ausführlich. Im einen Fall wird Magnesium oxidiert, im anderen Fall Sauerstoff reduziert. Magnesium ist dabei der Elektronendonor. Sauerstoff der Akzeptor. Der Donor ist das Reduktionsmittel, denn er reduziert ja seinen Partner, den Akzeptor. Der Akzeptor ist das Oxidationsmittel. Bei Sauerstoff verwundert das nicht weiter, das sagt schon der Name. Aber deswegen, weil er den Partner oxidiert. Das kann man ganz leicht durcheinander werfen. Man muss sich das immer wieder vergegenwärtigen. Sauber einüben, sich klar machen, was bedeutet das eine, was bedeutet das andere. Und manchmal hilft bei der Unterscheidung einfach eine Eselsbrücke oder ein ganz einfaches, simples Beispiel, dass man es dann auch auf andere anwenden kann.
Wenn ich jetzt nicht weiß, was ist Reduktionsmittel, was ist Oxidationsmittel, weiß ich, Sauerstoff ist mit Sicherheit ein Oxidationsmittel, daher kommt schon der Name. Und dann wird alles, was im Periodensystem rechts steht, die Nichtmetalle, die Elektronen aufnehmen, werden alle Oxidationsmittel sein. Wie auch immer man sich's merkt, das Oxidationsmittel wird reduziert, das Reduktionsmittel wird oxidiert. Und das unabhängig von der Beteiligung von Sauerstoff. Wir schauen uns das an ein paar Beispielen an. Das hilft immer, um die Sache zu üben. Zum Beispiel, ich mache es bei einem hier vor, wie man das üben kann. Man schreibt die Oxidationsgleichung und die Reduktionsgleichung hin. Multipliziert die Oxidation in diesem Fall mit 2, damit wir eine Summe ziehen können. Die Elektronen müssen sich herauskürzen. Hat eine Redoxgleichung. Und macht sich bitte bei jedem Beispiel klar, wo ist die Oxidation? Wo ist die Reduktion? Wer ist der Donor? Der Donor ist das Reduktionsmittel, wird oxidiert. Wer ist der Akzeptor? Der Akzeptor ist das Oxidationsmittel. Und es wird reduziert. Es mag helfen, sich das vorzusprechen, vielleicht sogar hinzuschreiben und das Ganze bei ein paar Beispielen, bis das in Fleisch und Blut übergegangen ist. Wer die Beispiele bis zum fünften durchgearbeitet hat, wird beim allerletzten eine kleine Überraschung erleben oder stutzen, aber das sparen wir uns fürs nächste Mal auf.